Höchste Konzentration hier im Hintergrund, Team Beaverfang bei der NDBL-Saison 2022. Wir sind am zweiten Spieltag in Spiel 3 angelangt. Die zweite Halbzeit werden die jetzt bestreiten. Team Snakebite hat vorgelegt mit 15 Bechern. Die müssen jetzt hinterherkommen, denn die sind jetzt auf dem dritten Platz momentan und wollen natürlich 2 Siegespunkte einfahren. Konzentration auf dem allerhöchsten Level und der Spaß, der darf natürlich auch nicht fehlen und den sehen wir jetzt im Spiel. Viel Spaß! So, wir haben eine gute Taktik, hier jetzt noch Trash Talk zu führen. Ihr werdet die Runde verlieren. Seid ihr bereit? Moin. Okay, 3, 2, 1. Oh, ob das jetzt hier mit Fairness zu tun hat. Und los geht's, die Zeit läuft, die 60 Sekunden laufen ab. Team Beaverfang ist jetzt richtig am Start. Magic Beaver geht voran, ist hochmotiviert. Und die sind an den Turntables und haben richtig gut was umgehauen hier und eingesammelt. Im Hintergrund, ihr hört's, hier wird versucht, schlechte Stimmung zu machen. Davon lassen die sich nicht beeindrucken. Wir haben hier auf dem Selfie gerade gesehen, die Stimmung ist gut. Die haben Bock. Magic Beaver gekonnt, haut er da die Becher um und macht den Slalom wahrscheinlich als einziger richtig hier in diesem Parcours. 30 Sekunden sind noch zu gehen. Magic Beaver, ein Schuss. Magic Beaver, abgefeuert und getroffen. Der weiß ganz genau, was er da macht. Noch 20 Sekunden sind übrig, haben wir gerade von Moritz gehört, von Team Snakebite, der das Ganze hier nochmal ansagt und es wird eingesammelt. 12 Sekunden sind noch auf der Uhr. Magic Beaver rennt hier an uns vorbei. Luna versucht noch, die Becher einzusammeln. Noch 5 Sekunden sind übrig. Totale Verwirrung jetzt für den Moment. Und sie haben es gepackt. Sie haben sehr, sehr viele Becher eingesammelt. Ob es reicht, ob die 15 übertroffen werden können, die Snakebite vorgelegt hat. Ein respektvoller Applaus von Team Snakebite an Beaverfang. Das war eine solide Leistung. Wir zählen mal mit. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind es nur. Schade. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Becher. Team Beaverfang hat es geschafft, hier die 2 Punkte noch zu holen und wirklich oben mitzuspielen. Ich habe aber schon gesagt, sie müssten eigentlich weit über 20 schaffen, um direkt auf Platz 1 zu kommen. Die Tabelle, die gucken wir uns gleich im Anschluss nochmal an. Zuerst hören wir aber in die Stimmen der Team-Captains. Sehr schön. Ganz schön. Gutes, faires Spiel. Übel geil. Unsere Taktik hat zu 1000% funktioniert. Richtig gut. Wir haben alles schon schön vorsortiert und schön vorgeplant. Das ist einfach genau aufgegangen. Richtig, richtig geil. So, also zum Anfang dieses Gesprächs möchte ich jetzt einfach mal sagen, die Runde von euch war sehr stark. Vielen, vielen herzlichen sehr stark. Dank. Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Beobachtet bei euch, wie koordiniert ihr das Ganze gemacht habt. Gerade als du warst echt immer beide Becher abgeräumt, direkt zur nächsten Station. Auf dich selber konzentriert, dein Ding durchgezogen. Sehr, sehr, sehr stark. Also Respekt. Ja, vielen Dank dafür. Ich meine auch, ihr habt euch sehr, sehr gut geschlagen. Wir hatten uns so, beim Zugucken hat man schon überlegt, wie können wir das koordinieren? Wir sprechen jetzt ab, wo jeder sein muss, zu welcher Zeit, damit das hier super schnell auch läuft mit der Kamera, mit dem Selfie. Und dann haben wir euch nochmal gesehen, wie ihr diese geniale Taktik hattet mit, ihr habt auch 15 Becher rausgeholt. Mehr als zum Beispiel, genauso viel wie das Team vor euch zum Beispiel mit einer anderen Taktik. Aber ihr habt euch dann sehr stark verbessert. Allein schon, dass ihr die Becher dann so mitgenommen habt, davon haben wir auch was übernommen. Also wir waren nur so gut, weil ihr vor uns auch so gut wart. Ja, deswegen ist es mir eigentlich die ganze Zeit so wichtig, nicht als Erster in den Runden zu spielen, sondern nachlegen zu können. Das nächste Mal den Münzwurf gewinnen, 50-50. Ja, das war der Pain bei mir heute. Ja, also vielleicht das nächste Mal lassen, können wir dann zuerst spielen, dann könnt ihr euch noch was abgucken, falls wir noch ein Battle übrig haben. Einer wird es hier uns auf jeden Fall noch erklären können. Ja, in der Tat, aber ich finde es auch immer ganz spannend zu sehen, wer gibt dem anderen irgendwie den Vortritt, wer hat Bock vorzulegen, wer will lieber nachlegen, was ist schlauer? Ich weiß es nicht, aber sag mal, wie ist es für dich jetzt mit komplett neuem Team? Ihr seid der Team Beaverfang, aber eigentlich hast du es ja komplett einmal umgetauscht. Ne? Die lernen total schnell, die sind super bei der Sache, insbesondere der Kev, also Laserfokus, voll mit dabei und die haben auch alle gute Einfälle. Die haben mich auch zum Beispiel davon überzeugt, das mit den Bechern zu machen. Ursprünglich war der Plan ja anders und ich hätte das auch so durchgezogen, da wissen wir nicht, wie das ausgegangen wäre. Was ich das Geilste finde, ist, dass alle so gut gelaunt sind und so viel Spaß haben hierbei. Das ist richtig cool. Wir gucken mal alle gemeinsam auf die Tabelle und blenden die ein.
Team Snakebite immer noch auf Platz 1 mit 6 Punkten und 78 Bechern. Auf Platz 2 dicht gefolgt, auch mit 6 Punkten, Team Dinoclaw mit 62 Bechern. Und auf Platz 3 auch mit 6 Punkten, Team Beaverfang mit 58 Bechern. Und Tiger Strike auf Platz Nummer 4 mit 0 Punkten, aber 60 Bechern. Die haben 2 Becher mehr als ihr. Es ist wirklich alles sehr, sehr knapp, back to back. Und genauso geht's auch weiter im nächsten Clip. Ihr solltet unbedingt dabei sein. Ihr seht dann Match Nummer 4, Team Dinoclaw gegen Team Snakebite bei Match 4, Spieltag 2 der NDBL-Saison 2022. Kanal abonnieren, Glocke klicken, nichts verpassen und dabei sein. Wir freuen uns alle.